Reisezugwagen wurden von Beginn der Eisenbahn ab ständig weiterentwickelt. Ab den 1960er Jahren wurde dann bei der Länge der Wagen ein Standard von 26,4 Metern gemessen über die Pufferenden erreicht. Was führt zu solch einer Länge? Und ist sie wirklich die beste Länge für Reisezugwagen? Dazu muss zunächst einmal geschaut werden, was die Ingenieure eigentlich mit der Fortentwicklung von Wagen erreichen wollten. Die Antwort darauf ist, mit möglichst wenig Geld möglichst viel Fläche für die Reisenden bekommen. Dabei sollte das Gewicht des Wagens auch noch möglichst gering sein. Schließlich ist das Wagengewicht ja totes Gewicht. Nebenziele sind dann auch noch der Komfort der Reisenden und ein schneller und sicherer Fahrgastwechsel. Diese Antwort kam jetzt ziemlich schnell und sehr theoretisch. Das muss also noch erklärt werden. Da ist zunächst die Forderung nach möglichst billigen Wagen. Das sollte nicht missverstanden werden. Ein zweiachsiger Lokalbahnwagen ist natürlich immer billiger als ein großer vierachsiger Wagen. Dafür können damit aber auch deutlich weniger Menschen befördert werden. Es kann also nicht um den Gesamtpreis der Wagen gehen, den die Ingenieure gerne senken wollen. Ansonsten könnten wir ja in den Intercities lange Schlangen von kurzen Wagen sehen. Es muss beim Preisvergleich also mit einbezogen werden, wie viele Menschen denn hineinpassen. Und dann ist man beim Kaufpreis für die Wagen pro Platz für Reisende. Nun können Reisende bequem in Wagen untergebracht werden und etwa zu dritt nebeneinander sitzen, oder sie können quasi gestapelt werden. Das liegt allein an der Inneneinrichtung der Wagen. Schmale Sitze und wenig Beinfreiheit oder breite Sitze und viel Beinfreiheit. Und bei den Stehplätzen kann man ohnehin so rechnen, wie man will. 0,16 Quadratmeter pro Fahrgast, 0,25 Quadratmeter pro Fahrgast oder gar einen vollen halben Quadratmeter pro Fahrgast. Eine ehrliche Rechnung kann sich daher nur um die verfügbaren Quadratmeter zum Zwecke des Reisendentransportes orientieren. Und damit ist das Ziel der Techniker eben, möglichst wenig Geld und Gewicht je Quadratmeter Ladefläche, wenn ich das mal so flapsig ausdrücken darf. Was haben jetzt die Kosten und die Ladefläche mit der Länge eines Wagens zu tun? So richtig teuer an einem Wagen sind ja die technischen Einrichtungen. Also Achsen, Drehgestelle, Bremsen, Luftbehälter, Generatoren, Akkumulatoren, Kupplungen, Puffer, Elektronik und so weiter. Diese Kosten ändern sich nun nicht, wenn ein Wagen länger wird. Das kostet für einen 20 Meter langen Wagen genau das gleiche wie für einen 26,4 Meter langen Wagen. Und damit gilt, je länger der Wagen, desto weniger von diesen Dingen müssen in einem Zug eingebaut werden. Und auch mehr Quadratmeter passen in einen langen Wagen als in einen kurzen. Die Kosten je Quadratmeter sinken also mit der Länge des Wagens. Und das gilt automatisch ja auch für das Gewicht je Quadratmeter. Denn alle diese technischen Dinge wiegen ja was und das nicht zu knapp. Soweit scheint die Sache klar zu sein. Aber warum sind die Wagen dann nicht 30 oder 35 Meter lang? Das würde den Spareffekt doch noch steigern, oder?
Und es wäre auch so, wenn die Eisenbahn nicht auch in Kurven verliefe. In solchen Kurven hängt ein langes Fahrzeug über, und zwar in der Mitte nach innen und an den Enden nach außen. Und wenn etwas überhängt, dann kann es auch gegen etwas stoßen. Masten, entgegenkommende Züge oder Bahnsteigkanten könnten dann im Wege sein. Bei der Bahn wird so etwas nicht dem Zufall überlassen, sondern schon bei der Konstruktion mit einkalkuliert. So ein bisschen kann man den Überstand in Kurven auch noch verringern, wenn man den Wagen schmaler macht. Aber das hat seine Grenzen. Und oberhalb von 26 Meter Länge wird der Wagen immer schneller, immer schmäler, wenn er nicht anecken soll. Und wenn der Wagen schmaler wird, geht ja auch Nutzfläche verloren. Aber nun Schluss mit der Theorie. Wie wirkt sich das denn nun in der Praxis aus? Zum Vergleich. Ein dreiachsiger Umbauwagen war nur 13,30 Meter lang, aber 3 Meter und 9 Zentimeter breit. Und an Nutzfläche hatte er zu bieten 32,68 Quadratmeter. Bei 18 Tonnen Eigengewicht sind das 550 Kilogramm je Quadratmeter Nutzfläche. Ein vierachsiger Umbauwagen war 19,46 Meter lang, aber nur 2,99 Meter breit. Und an Nutzfläche hatte er zu bieten 43,9 Quadratmeter. Bei 28,4 Tonnen Eigengewicht sind das 650 Kilogramm je Quadratmeter Nutzfläche. Ein BN-Wagen, also ein Silberlink, mit 26,4 Metern Länge, war nur noch 2,92 Meter breit und hatte noch eine Nutzfläche von 59,07 Quadratmetern. Das Gewicht je Quadratmeter betrug damit 475 Kilogramm. Beim Silberling brachte die moderne Konstruktion und die Länge eine erhebliche Gewichtsersparnis. 175 Kilogramm je Quadratmeter Nutzfläche sind eine satte 27-prozentige Einsparung. Nun kann die alte Fahrgestellkonstruktion der Kaiserzeit nicht mit einer Konstruktion der 1960er Jahre direkt verglichen werden. Aber ein Gutteil dieser Ersparnis ist doch auf die größere Länge zurückzuführen. Und weiter noch, aus der Gewichtsersparnis kann indirekt die Kostenersparnis abgeleitet werden. Material ist ja fast immer nach Gewicht zu bezahlen. Auch beim Einbau des Materials, also den Lohnkosten, kann fast immer ein Bezug zur Materialmenge festgestellt werden. Und so kann geschätzt werden, dass der Quadratmeter Nutzfläche bei einem 26,4 Meter Wagen etwa 25% billiger kommt als bei einem 19,5 Meter Wagen. Das war eine wirklich lohnende Einsparung durch kluge Konstruktion. Interessant ist auch noch, wie sich das Verhältnis von Länge des Wagens zu seiner Nutzfläche ändert. Beim Dreiachs-Umbauwagen waren es noch 2,5 Quadratmeter je Meter Wagenlänge. Beim Umbau Vierachser waren es nur noch 2,3 Quadratmeter je Meter Wagenlänge. Und beim Silberlink waren es noch 2,2 Quadratmeter je Meter Wagenlänge. Die geringere Breite des Wagens schlug also hier immer wieder zu Buche.